Hallihallo an diesem wunderschönen Mittwochnachmittag. Heute scheint die Sonne und was braucht man an einem sonnigen Mittwochnachmittag? Richtig, einen erfrischenden Kuchen und deswegen machen wir heute einen japanischen Käsekuchen. Ich bin der Rafa, hinter der Kamera ist das Kameramädchen die Julia und wir sind e-vegan. Der vegane Channel, der heute einen Kuchen backt und zwar einen nicht üblichen Kuchen, also nicht so üblich wie die meisten Europäer ihn backen würden, weil so ein Käsekuchen ist meistens, der hat meistens einen Boden. Ja. Und hinter hier hat keinen Boden. Nein. Der hier ist einfach von oben bis unten fluffig. Special. Wir benötigen für den Kuchen veganen Frischkäse, Margarine, Zucker, Vanillezucker, Eiersatz. Wir benötigen Zitronenschalenabrieb, Zitronensaft, Sahne, Mehl, Speisestärke. Was sind das da hinten? Aquafaba. Aquafaba, stimmt. Kichererbsenwasser für unseren Eischnee. Und dann nochmal Zucker, den wir dann für die Aquafaba benutzen und etwas Salz. Und wir fangen an. Als erstes tun wir fast alles in diese eine Schüssel. Also wir fangen an mit der Margarine, die kommt hier rein. Dann kommt 130 Gramm Zucker, glaube ich, mit Vanillezucker hier rein. Dann kommt auch schon Zitronenschalenabrieb, Zitronensaft, die Sahne und natürlich der Frischkäse und das Eiersatzpulver. Sieht ein bisschen aus, als würdest du einen Zaubertrank machen. Das ist ein Zauberkuchen, weil der zauberhaft gut schmeckt. Das ist wohl wahr. Das machen wir auch noch hier hin. Sieht jetzt vielleicht nicht appetitlich aus, wird aber appetitlich sein. Das kommt jetzt in die Küchenmaschine und wird für 5 Minuten einmal gut durchgemixt. Und dann geben wir auch schon Mehl und Speisestärke hinzu. So, wie ihr gesehen habt, ist das alles wunderschön jetzt gemixt. Als nächstes kommt unser Mehl und die Speisestärke. Und dazu benötigt ihr 100%ig ein Sieb. Denn das muss gesiebt werden, damit wir definitiv keine Klumpen bekommen. Das sieben wir jetzt hier rein, dann lassen wir das Ganze nochmal für 5 Minuten mixen. Und dann ist eigentlich der Teig soweit auch schon fertig. Dann kümmern wir uns ums Aquafaba. Aber erstmal sieben wir das jetzt rein und lassen das auch noch mixen. So, unser Teig ist jetzt fertig. Den stellen wir erstmal zur Seite. Ihr könnt euch jetzt schon eine Backform nehmen. Auf dem Boden macht ihr ein Backpapier, tut den Rand einfetten und packt das schön in Alufolie ein, weil dieser Käsekuchen gleich im Wasserbad backen tut und das wäre blöd, wenn da Wasser reinkommt. Deswegen ist auf jeden Fall Alufolie ein Muss. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt auch schon den Backofen aufheizen. Und da wir auch ein Wasserbad benutzen, brauchen wir auch ein hohes Backblech, wo wir halt quasi das Wasser einfüllen können. Das tun wir jetzt schon mal hier rein. Und dann heizen wir den Ofen gleich auf 180 Grad oberen Unterhitze vor. Aber vorher können wir erst noch schnell unser Eischnee machen. Dazu nehmen wir jetzt das Aquafaba oder auch Kichererbsenwasser. Das könnt ihr quasi beides so im Supermarkt finden. Also einmal das Aquafaba pur und einmal Kichererbsen. Und da kann man einfach das Wasser rausnehmen. Und dann noch natürlich den Zucker und den Salz. Und das tun wir jetzt. Was habe ich gesagt? Den Salz. Nein, ich meine natürlich das Salz. Das tun wir rein und lassen das jetzt so lange aufschlagen auf höchster Stufe, bis wir einen Eischnee haben. Dann tun wir den hier gleich unterheben und dann kommt das in die Auflaufform und dann tun wir auch schon backen. Backform. Heute habe ich es irgendwie mit der Sprache. Man muss auch mal Tage haben mit Wortfindungsstörung. Das ist wohl wahr. Passt das überhaupt? Halb. Wie ihr seht, perfekter Eischnee aus Kichererbsenwasser. Und bevor sich jetzt der eine oder andere denkt, Kichererbsenwasser ist ja schon irgendwie eklig, das Zeug schmeckt fast wie Marshmallow. Also ihr macht damit nichts verkehrt, ihr macht damit alles richtig. Das ist ja der Vorteil daran. Das ist ja völlig geschmacksneutral, wenn man es dann mal aufschlägt. Wenn man es aufschlägt, natürlich, wenn du es jetzt pur probierst, ist es eklig. Dann ist es, ja, sei eklig jetzt nett, aber dann ist es auf jeden Fall nett geschmacksneutral. Ja, schmeckt halt nach Kichererbsenwasser. Sieht immer aus, würden wir Marshmallow-Kuchen backen. Marshmallow-Kuchen, warum nicht? Nee, wir könnten aber mal Marshmallows machen. Wenn ihr Marshmallows sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ist damit bestimmt möglich. So, das heben wir jetzt mal unter. Also schön vorsichtig, sanft unterheben. Der Backofen heizt auch schon vor. Habe ich auch schon erwähnt, dass wir eine 20 cm Springform benötigen? Nein, hast du noch nicht. Dann habe ich es jetzt gesagt. So, das füllen wir jetzt in unsere Backform. Der Backofen ist, wie gesagt, schon am Vorheizen. Das Ganze wird jetzt dreimal auf den Tisch geklopft. Das bringt nämlich in Japan Glück. Das war ein Scherz, aber dadurch entweicht so ein bisschen die Luft. Deswegen könnt ihr ruhig ein bisschen wackeln.
Das geht jetzt in den Backofen für 20 Minuten, dann wird die Hitze auf 150 Grad reduziert, wieder 20 Minuten backen gelassen, dann wird der Backofen ausgeschaltet, 15 Minuten warten, dann wird der Backofen etwas geöffnet, also so gekippt, und nochmal 15 Minuten warten und dann ist er fertig. Und unser Wasser haben wir jetzt schon im Wasserkocher erhitzt, das macht nämlich mehr Sinn, wenn es heißes Wasser ist. Den tun wir jetzt, wie gesagt, in den Backofen stellen, kippen jetzt unser Wasser hinzu, sodass wir ungefähr 3 cm den Kuchen unter Wasser stehen haben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn er fertig gebacken ist. So, und damit ist er fertig, der japanische Käsekuchen. Natürlich, und das ist das Wichtigste ja schon fast, wird der großzügig mit Puderzucker bestreut zum Schluss. Also einen halben bis ganzen Teelöffel pro Stück könnt ihr schon gerne verwenden. Und dann ist er auch fertig und kann verzehrt werden. So einfach geht das. Und ich würde sagen, ihr kauft jetzt dafür ein und macht den nach. Und dann sagt ihr, wie ihr den fandet. Und ihr dürft den Channel gerne abonnieren, die Glocke bimmeln, einen Kommentar da lassen, den Daumen nach oben geben und uns teilen. Mit allen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche einen guten Appetit.